Ja, seit gestern Vorpensionär, Vorruhestand. Also gestern war mein letzter Unterrichtstag in der Schule als Lehrer. Und es war übrigens auch nochmal eine sehr schöne Stunde, die ich dabei hatte. Und war eine, ich habe eine Buchlesung gemacht mit Tommy Tropf. Die Kinder aus der zweiten Klasse sind absolut so mitgegangen, wie ich mir das gewünscht habe. Tja, und jetzt? Jetzt ist Schluss. Ja, einen Tag später. Jetzt gehen wir schon fast wieder zur Normalität über, denn ich habe ja meine Akademie. Und jetzt kann ich natürlich in dieser Akademie mich voll reinknien, während ich ja so immer mal wieder, naja, ein bisschen abgelenkt war vielleicht. Ja, 38 Jahre Lehrer. Das ist eine lange Zeit. Und eigentlich begann meine Ausbildung schon vor der Ausbildung, weil ich hatte damals als Armist, als ich 18 war, eine Nachrichtentruppe bekommen. Ich sollte die ausbilden und da gab es 15 Leute, die alle 6 Jahre älter waren als ich und die gerade noch so eingezogen worden waren und aus dem Studium kamen. Und 15, die genauso alt waren, aber gerade aus dem Gefängnis entlassen worden sind. Und der kleine Jens, der musste die also irgendwie durch die Grundausbildung bringen. Und da ich da überlebt habe, war mir klar, ich kann offensichtlich ganz gut mit Menschen. Und das hat sich dann auch tatsächlich nach meinem Studium bewahrheitet. Tja, was hat sich verändert? Also die Stellung des Lehrers hat sich verändert. Der Beruf des Lehrers hatte einen viel höheren Stellenwert zu Zeiten der DDR. Wir hatten ja damals auch den 12. Juni mit dem Tag des Lehrers. Den wissen wir natürlich immer noch. Meine Frau ist ja genauso lange Lehrer wie ich, war Lehrerin. Und ja, das hat sich ein bisschen geändert. Auch die Kinder an sich haben sich etwas verändert oder, naja, hat was natürlich auch mit den Eltern zu tun, dass die Eltern entweder jetzt nicht mehr ganz so dahinterher sind oder genau das Gegenteil machen, dass man manchmal mehr Probleme mit Eltern hat als mit den Kindern. Und insgesamt habe ich aber so das Gefühl, dass das Leistungsniveau im Laufe der Jahre immer weiter gesunken ist. Also die vorher am Gymnasium waren, die waren auch wirklich richtig gut. Und heute sind natürlich sehr viele Kinder am Gymnasium, wo man sagt, naja, das wäre in der Oberschule auch ganz gut gewesen. Aber heutzutage möchte man natürlich als Eltern, wenn man engagiert ist, natürlich relativ stark, dass die Kinder auf der bestmöglichen Schule natürlich unterrichtet werden, ganz klar. Ja, das Unterrichten hat mir 38 Jahre lang immer Spaß gemacht. Ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich mal so eine Phase hatte, wo ich sage, mein Gott, es wird langsam Zeit, dass ich kein Lehrer mehr bin. Also das hat bis jetzt angehalten und mein letztes Jahr überhaupt war ein wunderbares. Das war tatsächlich, nachdem ich ganz lange am Gymnasium unterrichtet habe, tatsächlich nochmal was ganz anderes, weil als ich dann zur Grundschule gekommen bin jetzt hier. In der Sigmund-Jähn-Grundschule in Fürstenwalde habe ich sozusagen meine Karriere beendet. Und hier sind die Kinder unglaublich gut. Also sie gehen auf alles ein. Man muss natürlich genauso auch immer mal wieder streng sein oder gucken, dass wir alle einem zuhören, was natürlich nach Corona umso schwerer wurde. Tatsächlich haben die Kinder mit Corona doch einiges durchgemacht und man merkt es teilweise am Sozialverhalten, aber vor allen Dingen an der Aufmerksamkeitsspanne. Das hat sich also mächtig verschlechtert. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Und das ist ja im Prinzip das, was mir jetzt sozusagen am Ende meiner Lehrerkarriere und am Anfang meiner vollständigen Akademiekarriere wichtig ist, dass wir vor allen Dingen den Kindern helfen, die Nachholbedarf haben. Also aufholen nach Corona ist ja so ein Schlagwort geworden.
Aber tatsächlich ist es wichtig, dass man da was tut, unter anderem auch in den Ferien. Kann man eine ganze Menge machen. Wir wissen, dass mit tollen Lernmethoden wirklich tolle Ergebnisse erzielt werden können, vor allen Dingen aber auch die Lust am Lernen erzeugt wird. Und das machen wir ja über Seminare oder über Coachings oder andere Dinge. Wir haben ja sehr viel kostenfrei ins Netz gestellt, wie Summer School zum Beispiel. Und da vor 2 Jahren dann diese Geschichte mit dem So lernt dein Kind ohne Stress und so weiter. Haben unglaublich viele Familien angenommen, ich glaube 7000. Und das wollen wir so weiterführen. Wir wollen also auf jeden Fall viel, viel mehr Menschen fürs Lernen begeistern. Das werden wir auch schaffen. Wir werden aber auch ganz viele Schülercoaches ausbilden, die dann ihren Mitschülern wiederum helfen. Denn wir können nicht überall sein, das ist ja klar. Und genauso wollen wir Learn-to-Learn-Trainer ausbilden. Davon haben wir bis jetzt ja erst 55. Aber warum denn nicht 500 oder 5000? Also da können wir uns jetzt voll drauf konzentrieren. Also es muss ja was passieren, dass wir wieder eine Bildungsrepublik werden und nicht eine, die von links und rechts überholt wird. Nicht? Also wir sind im Moment im Ranking da vielleicht auf Platz 19 und andere Länder, die lachen über uns. Und das darf nicht sein. Und wenn wir irgendwelche Fachkräfte brauchen, dann müssen wir uns die nicht einfliegen, sondern wir müssen die selber ausbilden. Und insgesamt braucht die Welt ja, wenn wir jetzt mal ganz hoch greifen, tatsächlich Leute, die also Hand anpacken oder vor allen Dingen entsprechendes Wissen haben, um zum Beispiel gegen den Klimawandel und gegen die anderen ganzen Probleme, die wir in der Welt irgendwo lösen müssen, was dagegen zu tun. Und und da stehen wir da. Deswegen habe ich jetzt auch aufgehört als Lehrer, um mich noch mehr Leuten zur Verfügung zu stellen. Also, ich hoffe, wir werden noch eine Menge schaffen miteinander. Also, was den Ruhestand betrifft, ich habe ganz viele Gratulationen gekriegt, ja, und ich wünsche dir alles Gute für deinen Ruhestand. Und dann kam meistens immer hinterher, Jens Vogt und Ruhestand passt irgendwie nicht zusammen, es wird wahrscheinlich ein Unruhestand werden. Und so wird es auch. Euer Jens.